Hallo! Hallo! Da sind wir wieder. Gott sei Dank bei dir. Ja, naja, Gott sei Dank würde ich jetzt nicht so sagen. Wir sind nämlich im großen Archiv und das komplette Gebiet haben wir schon bei dir beendet, weil du da allerlei Items sammeln musstest. Was ich zum Glück nicht machen muss. Nee, Gott sei Dank nicht, aber ich habe den Endboss auch noch nicht platt, ja? Denk Ja, dran. das stimmt. Beim Endboss sind wir gescheitert und wurden dann dauernd von Finstergeistern geplagt, was hier wahrscheinlich auch passieren wird. Ja, ich muss niesen. Dann nies mal. So, da hinten haben wir direkt mal Du Gesundheit. hast gesagt, ich darf. Ja. Los, fahr weiter auf ihn ein. Sauber. Ja, wir Ja, haben war es schon gut. geschafft. Das ist nämlich mal wieder ein Bleibtod-Gegner. Wenn man den nicht schnell genug besiegt, dann teleportiert er sich irgendwo anders hin. Ja, zu dem Gegner. Das war übrigens auch mein Endboss. Ja. Okay. Und dieses Gebiet hier ist so beschissen, weil es ist groß, es ist verwinkelt, es ist voller Gegner. Hier kommen viele, ja, das sind Finstergeister. Macht einfach keinen Spaß. Dafür kann man jetzt hier was Tolles machen, nämlich seinen Kopf mal kurz in das Becken halten, was wir gerade synchron machen übrigens, Ja, was ich sehr yeah. schön finde. Wir stecken ineinander. Ja. Weil jetzt haben wir so schönen Wachs auf dem Kopf. Und was der uns bringt, kannst du gleich erzählen, wenn es soweit ist. Ja, wenn es soweit ist, erzähle ich das. Ich nehme die gerade aus. Na gut, dann nehme ich die rechts. Ja, weil wenn du jetzt. Ja, ich warte einen Moment. So, jetzt. Zeig mal kurz, ach, bei mir da, ach, das siehst du gar nicht. Nee, aber wenn ich jetzt hier hochgehe. Ja, genau, jetzt. Das Aber. zieht dir nämlich was ab, wenn du nicht in Wachskopf hast. Ja, warum auch immer. Wie das miteinander zusammenhängt. Wo ist unser Kollege hin? Der ist schon weiter am Laufen. So. Er hat keinen Bock auf uns. Ja, kann ich verstehen. Oh, der hat mir noch einen Funkelchitaniten besorgt. Das ist ja nett. Hier ist ein Hebel, den darfst du aber betätigen. Zu Befehl. Hebel betätigen. Hebel wurde betätigt. Dann kannst du hier einmal. Komm, ich glaube, da war gerade. War da gerade noch. Ach nee, das war eine Blutlache. Doch, es war einer. Ich wusste Oh, es. schon Auch wieder. nicht schon wieder Schon wieder. Der der. ist das dritte verfickte Mal jetzt bei uns. Och, der nervt mich. Und einmal haben wir ihn gekillt und einmal hat er uns Hier gekillt. hoch. Wo? Links, rechts? Nein, Ach Leiter. so, draußen. Immer der gleiche Wichser. Die haben nichts Besseres zu tun in Brauche Hyrule. Unterstützung, der steht direkt vor mir. Ich komme gerade hoch. Mann, das nervt mich jetzt schon wieder, ne? Boah, das ruckelt ohne Ende. Ach wirklich? Benutze so einen scheiß Riesenbaumsamen. Hab ich doch gerade. Ach, hast du schon? Ja. Lass ihn ruhig weiterlaufen. Der kriegt gleich ordentlich auf den Sack. Ja, wir müssen auch da hoch, das ist das Problem. Ja. Finde ich nicht so geil. Okay. Hallöchen. Ja, spring du mal da runter. Allerdings habe ich jetzt keinen mehr von diesen Riesenbaumsamen. Naja, hier nicht so schlimm. Vorsicht, der ist halb unsichtbar. Auch noch. Naja, geh du gleich deine Abkürzung aufmachen. Okay. Ah, ich bin tot. Der hat mich abgefackelt und dann hat er mir ins Herz gestochen. Es tut mir leid. Aber macht ja nichts. Hauptsache, du hast schon die Abkürzung, ne? Ja. Dann kannst du ja gleich, denk dran, davon kommen noch zwei Gegner. Ja. Und dann kannst du ja aber gleich vorbeirennen und kannst mich wieder rufen. Hinter dir. Ja. Okay.
Hauptsache, wir bekommen das schon mal gestückelt. Ah, toll. Ich glaube, der Murdoch ist auch tot. Dann kann ich mir gleich direkt einen neuen rufen. Ja. Ah, der Finstergeist ist abgehauen. Da stand war ein irrer Finstergeist. Er hat etwas gefunden und ist dann abgehauen, stand da. Ja, der hat sein Dingens, was er braucht, hat er gefunden. Ich lasse uns jetzt in Ruhe, der geht mir nämlich auf den Sack. Ja, mir geht er auch tierisch auf den Nerv. Gott sei Dank ist das mittlerweile zeitlich begrenzt. Zumindest manchmal. Mirachan, Sind wir hier? Eins. Komm, nimm mal eins. So. Hallöchen. Hallöchen. Und noch kurz warten? Ja, von mir aus. Auf Mr. 1. Ja, ja. Immerhin haben wir schon eine Abkürzung frei. Ach, das ist glaube ich sogar Mrs. 1. Ja, ist auch anscheinend ein Magier. Er macht ja nichts. Okay, sag mal. Oh, ein rein ausgebildeter Magier. Der hat auch dieses Kettending, diese Kerzenleuchterteil dabei. Ja. Wo ich nicht mal Ahnung habe, für was das gut sein soll. Und das wird schon was heißen. Ja, ich bin auch nicht allwissend. Aber fast. Ich habe ja auch gerade bei mir rausgefunden, dass, glaube ich, diese eine Glocke besser ist als die Glocke, die ich mir gerade verbessert habe. Ja. Ja, toll. Wo ist sie jetzt? Keine Ahnung. Ah, da kommt sie. Was hat die gemacht? Ach, die hat gerade die hat Verleugnung auf sich gemacht. Dass wenn sie einmal stirbt, nicht tot ist. Hier, wir müssen hoch. Ja, wir müssen hoch. Entschuldigung, ich war gerade leicht verwirrt. Vorsicht, diese Items kannst du zum Großteil alle liegen lassen, weil wir können da nicht hinter. Ja. Aber hier ist die Kiste. Ja, hier ist auch gerade ein Gegner, den ich glaube, der Acker. So, die Planetschuppe. So, komm zu uns. Ja, bin schon da. Scheiß auf die Gegner. Ja, müssen wir leider so denken. Scheiße, jetzt haben wir natürlich keinen Dings mehr. Ja, genau das ist es, deswegen. Weil diese Arme, die können euch nämlich auch verfluchen, wie man da unten in meiner Anzeige sieht. Und dann ist rum. Ja, spätestens dann ist rum. Ist mir hier auch schon passiert. Ja, das stimmt. Mir Gott sei Dank nicht. Ach, das schöne Dach. Ja, Dächer. Ich liebe sie. Ah, toll. Dann kriegen wir aber Besuch. Au. Au. Boah, die zieht aber ordentlich was ab mit ihrem Stäbchen. Okay, das ist fies tot. Warum ziehst du so viel ab? Was hast du da? Ach, vielleicht ist das dieser Kerzenleuchter, der das irgendwie noch aufwacht. Ich kann es dir nicht sagen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Aber es wäre möglich. It could be. Aber ich bin ganz ehrlich, lieber 100 weniger abziehen. Darf wieder noch ein Schild haben. Ja. Eins geht dich heilen. Sonst bist du gleich tot. Aber die benutzt auch wenig schwächere Zauber wie ich. Das ist das, was mich da sehr verwundert. Ach. Boah, zwei Dinger. Aber da kommen jetzt auch wieder Viecher, oder? Ja, hol du das ein, ich hol mir das. Bleib stehen.
Ah, toll. Macht nichts. So weit verfolgt und dann haut es trotzdem ab. Moment, ich komme. Ich habe noch keine Ausdauer mehr. So, bin da. Gut. So, hallo. Ganz schön viele Titanit-Zeug, was man hier findet. Ja, Gott sei Dank. Ist er tot? Nee. Jetzt ist er tot. Ja. Ich wollte gerade sagen, ganz so stark bin ich jetzt auch wieder nicht. Ich erinnere dich da immer noch an einen Endboss aus Dark Souls 1, den du mit zwei Magiezaubern irgendwie gekillt hast. Ja, aber das war ja auch noch Dark Souls 1. Da ging das Ganze ja auch noch. Ah, hier war eins der Items, ne? Ja, hier ist übrigens deine Leiter. Leiter, ja. Warte, mach ich direkt mal. So. Und toten Knochensplitter, yay. Und eine Glut. So. So, dann haben wir eins von zwei Items. Jupp. Was ich brauche. Das andere ist eine Scherbe, ne? Jupp. Und die war auf dem Dach. Jawohl. Und das war nicht schön, das Dach. Nein, aber wir müssen erstmal zum Dach kommen, weil jetzt sind wir erstmal an dieser Stelle. Ja, diese Stelle war auch nicht schön. Ja. Denn wir kriegen hier Besuch von Gegnern, die zwar tot bleiben, wenn sie einmal tot sind, aber die erstmal tot zu bekommen. Dann mach langsam, nicht so schnell vorrennen. Ja. Stopp, immer ein nach dem anderen. Okay, zurück, alle zurück. Hat er sich gerade gebufft? Ah, der hat sich gebufft. Ah, der Wichser. Okay, er ist tot. Ich möchte mal gerne wissen, was du dafür gemacht hast, dass du so viel abziehst. Ich? Oder nee, du? Dieser Magier, der dann noch mit rumrennt. So. Weil der hat eine andere Kopfbedeckung, dafür habe ich den Buff für die Kopfbedeckung. Jetzt kommen beide. So, wir nehmen die Tussi oben. Ja, habe ich eh vor. Nein! Oh, letzter Schlag blockt dann wieder an der scheiß Wand ab. Da. Sehr gut. Die tot. Zieht nämlich mit ihren schwachen Zaubern ganz schön viel ab. Aber auf der anderen Seite, man weiß auch nicht, auf welchem Level die ist. Ja. Sehen wir es jetzt mal so. Stab des Kristallweisen. Brauchst du den? Nee. Nee, habe ich einen. Ja, dann haben wir es ja schon fast mit dem Gebiet. Ja, dann mach mal deine Abkürzung auf. Okay. Achso, ja, ich muss ja runterfahren. Komm gleich wieder. Jupp. Wir warten hier. Und dann können wir direkt schon den Endboss versuchen. Naja. Na gut, okay, wir haben noch ein kleines Stück vor uns. Ein großes kleines Stück. Das war's schon. Ja, du kannst wieder hoch. Muss man nur den Aufzug aktivieren? Ja. Einmal? Genau, Aufzug einmal aktivieren und dann ist er aktiv. Ah. Okay. Das ist so ein Mechanismus, der ihn oben hält. Ah. Okay, wir können. Boah, ruckel. Wo läufst du hin? In Richtung deines Items. Ah, stimmt, das fehlt ja noch. Das fehlt ja noch. Du kannst hier einmal um die Kuppel drum rumlaufen. Ich war schon mit den Gedanken jetzt beim Endboss. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich ja gesagt, das dauert noch ein bisschen. Ja, ich hatte jetzt gerade an die Brücke gedacht, die da noch vor uns liegt. So, wo seid ihr da? Ich will auch diesen Kerzenleuchter. Ich glaube, der ist gut für Magier. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube schon. Ah, da sind sie schon unterwegs. Ja, ich habe es gemerkt. Ich muss hier weg. Zwischen zwei Gegnern. Ja, scheiße. Wow! Boah, scheiße. Da kann ich hier durchkommen. Kann auch runterfliegen von mir aus. Ja, wenigstens kann man die mit Weile, Gott sei Dank, ist er in dem Moment umgefallen. Okay, der ist tot. Ja, nächster.